Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Literaturland Thüringen im Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Jens Kirsten. Wir senden heute eine Podiumsdiskussion, die wir am 27. Juni im Schillerhaus Rudolstadt aufgezeichnet haben. Die Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Annette Seemann spricht mit der Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge Miriam Krupa, den Schriftstellerinnen Katrin Groß-Striffler und Anne Gallinat über das Thema Von Heimat zu Heimat. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für diese Begrüßung und vielen Dank überhaupt für die Möglichkeit, hier so ein solches Thema zu verhandeln in einem kleinen, wunderbaren Haus, einem historischen Haus, dem Schillerhaus in Rudolstadt. Und ich möchte gerne das Podium ein wenig vorstellen. Ich selbst bin Annette Seemann, Literaturwissenschaftlerin, lebe in Weimar, stamme aus Frankfurt am Main. Von Goethe zu Goethe, das ist immer das, was ich kurz zu mir sage. Und stelle kurz vor Katrin Groß-Striffler hier an meiner Seite. Und sie ist 1955 in Würzburg geboren und hat unter vielen literarischen Preisen als Schriftstellerin auch den Alfred-Döblin-Preis einmal erhalten und studierte Romanistik und Anglistik in Würzburg und hat auch an der University of Virginia studiert, viele Jahre im Ausland verbracht, war Lehrerin in Bayern und ist seit 1998 freiberufliche Schriftstellerin. 2003 erschien der Roman Die Hütte und 2005 haben Sie dann den Döblin oder 6? Ja. Nee, im selben Jahr, glaube ich. Ja? Im selben Jahr den Döblin-Preis erhalten. Ja, und seitdem immer regelmäßige Veröffentlichungen. Ja. Eben auch in dieser Reihe von Heimat zu Heimat, einen wunderbaren Text haben Sie geschrieben, im letzten Jahr veröffentlicht auf der Seite von Literaturland Thüringen. Dann kommt Miriam Krupa hier auf dem Podium in der Mitte und sie ist für Bündnis 90 Die Grünen Beauftragte seit 2022 für Integration, Migration und Flüchtlinge im thüringischen Ministerium. Genau. Und Sie stammen auch aus Westdeutschland, haben Sie mir gesagt. Sie haben in Marburg Jura studiert und dann, nachdem Sie das Referendariat in Erfurt abgeschlossen hatten, dann ab 1997 noch Arabistik studiert, 2 Jahre lang. Und das finde ich ja ganz großartig, weil das ja nur wenige Leute sich antun und... Sie haben Flüchtlingsanhörungsverfahren im BAMF dann durchgeführt als Tätigkeit, bevor Sie dann in das Ministerium kommen. Genau. Also Sie dürfen gerne Einfügungen, Ergänzungen machen zu Ihren Biografien, was Ihnen jetzt wichtig wäre. Und genau. Und wenn das nicht der Fall ist, würde ich zu Anne Gallinat übergehen, hier ganz links auf meiner Seite. Sie stammen aus Potsdam-Babelsberg, sind 1965 geboren und studierten Filmwissenschaften und Dramaturgie an der Hochschule für Film und Fernsehfunk Konrad Wolf in Potsdam. Sie haben am Filmmuseum in Potsdam gearbeitet, am Spielhaus Richtersche Villa in Rudolstadt und als Stadtführerin. Und sie leben in Saalfeld und sind freiberufliche Schriftstellerin seit 1999 und außerdem Vorsitzende des Vereins Roland Bühne Saalfeld Marionettentheater im Kloster. Das finde ich ganz toll, das muss ich unbedingt mal besuchen, ich kenne das noch nicht. Genau. Und sie schreiben Romane für Erwachsene, aber auch Bücher für Kinder. Und das finde ich, also das finde ich bewundernswert. Das ist ja meistens getrennt und deshalb bewundere ich das sehr. Also zum Beispiel ein Titel Fiedel, Schniedel, Lumpensack.
Ein wesentlicher Antrieb für Ihr Schreiben ist die Verhandlung zwischen gesellschaftlichen Umständen und individuellen Schicksalen. Und damit sind wir mitten in unserem Thema. Ja? Also einzelne Schicksale, die wir alle kennen. Und wie gehen wir als Gesellschaft damit um? Und dann auch der Begriff Heimat. Und das ist jetzt die erste Frage. Sie haben das bereits gesagt, der Begriff ist in Diskredit geraten. Wir dürfen ihn eigentlich nicht verwenden. Aber gleichwohl, wir haben Edgar Reitz, Heimat, die neue Heimat, diese große Filmserie. Ja, die ist uns ja allen unvergessen. Wir haben Andreas Mayer, sein neuer Roman, ja, der Frankfurter Autor heißt Die Heimat. Ja. Wir haben Ulrike Dresner, die Schriftstellerin, auch preisgekrönt, die Verwandelten. Da geht es nur um Heimat, Verlust von Heimat und nichts anderes. Also wir beschäftigen uns auch als deutsche Autoren, Autorinnen permanent mit diesem Thema. Und deshalb auch heute Abend. Wir fangen wieder an. Liebe Katrin Groß-Striffler, ist Heimat für Sie ein diskreditierter Begriff oder was sagt er für Sie? Kann ich Ihnen nicht beantworten. Der ist natürlich auf mancher Seite diskreditiert, das ist ganz klar. Aber es fällt mir sehr, sehr schwer, den Begriff zu definieren. Ich kann es nicht. Es gibt viele Ansätze, das zu machen. Für mich ist irgendwie keiner zutreffend. Das mag mit meiner eigenen Biografie zu tun haben, weil ich selber eigentlich auch nicht wirklich eine Heimat habe, wo ich sagen würde, das ist sie jetzt, meine Heimat. Aber das hat auch natürlich damit zu tun, dass ich mit vielen Geflüchteten Kontakt habe, die ihre Heimat verloren haben. Und ich jetzt mit der Tatsache konfrontiert bin, dass sie versuchen, hier in Deutschland so etwas Ähnliches zu empfinden wie Heimat. Und ich persönlich meine sehr großen Zweifel habe und skeptisch bin, dass das überhaupt möglich ist. Also ich weiß es nicht, was es ist. Mhm. Vielen Dank. Mirjam Grupper, möchten Sie dazu auch was sagen? Haben Sie eine Heimat? Haben Sie ein Problem mit dem Begriff? Oder können Sie verstehen, warum der Begriff problematisch sein könnte? Ja, also ich finde den Begriff sehr wichtig und ich finde es auch wichtig, sich mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Natürlich ist der oft missbraucht worden und wird es auch heute noch. Aber ich finde, dagegen muss man sich auch wehren. Ich habe in meiner Funktion natürlich viel mit Geflüchteten zu tun und ich habe auch seit 20 Jahren als Rechtsanwältin gearbeitet. Das heißt, ich habe geflüchtete Menschen oder aber auch nicht geflüchtete Menschen, sondern Migrantinnen, Migranten, die aus anderen Gründen hierher gekommen sind, eigentlich jeden Tag zu tun und spreche auch persönlich mit ihnen. Ich glaube, das ist schon ein ganz wesentlicher Punkt, das Thema Heimat. Also besonders für die, die es nicht freiwillig aufgegeben haben oder nicht in den Ferien wieder zurückgehen können oder ihre Familien besuchen können, sondern die wirklich ihre Heimat verloren haben, obwohl sie nicht weg wollten, weil es einfach nicht mehr ging. Und ich finde, das ist schon eine ganz wesentliche Entwurzelung für die Menschen und mir geht es ja immer um die Frage, als Interessenvertreterin auch, als Beauftragte, wie geht es, dass Menschen hierher kommen und so etwas Ähnliches, das wird es nicht ersetzen, aber so etwas Ähnliches finden wieder wie Heimat, wie Geborgenheit, wie irgendwas, wo sie sich wohlfühlen können, was natürlich in Thüringen oft sehr, sehr schwer ist. Ich höre so viel über Rassismus, Diskriminierung, Anfeindung und meiner Ansicht nach kann man in einer Atmosphäre mit Anfeindung, Rassismus keine oder nur sehr, sehr schwer wirklich Heimat finden, sich willkommen und wohlfühlen und das ist etwas, mit dem ich mich sehr intensiv befasse und überlege, wie das in Thüringen
funktionieren kann. Sicherlich ist es für die Generation, die erste Generation, besonders die Erwachsenen, extrem schwer, hier wirklich Fuß zu fassen und sich zu Hause zu fühlen. Ich sage oft auch nicht Heimat, sondern einfach auch zu Hause zu fühlen. Und für die Kinder, die hier aufwachsen und so, wird es vielleicht ein Stück leichter sein, aber nicht unproblematisch und nicht unsteinig. Wir haben im Moment auch im Kloster Vesra ausgeliehen eine Ausstellung zum Thema Heimat, im Prinzip in Thüringen zu Hause. Und da geht es eben um die Menschen, die hier sind und sich auseinandersetzen mit ihrem neuen Zuhause sozusagen. Was ist ähnlich? Was ist unähnlich? Was mögen sie? Was mögen sie nicht? Und so. Und ja, vielleicht noch eine Sache. Wir hatten, ich hatte mal meine Kinder gefragt, da waren die noch viel kleiner, wann würdet ihr euch denn wieder zu Hause fühlen? Da ging es immer um Integrationskonzepte, alles Mögliche, und habe die gefragt. Und dann sagten sie schon so Sachen wie, wenn wir unser Essen wieder essen können. Also so Sachen, die einfach sozusagen von zu Hause mitgebracht werden. Und das finde ich schon sehr spannend, das Thema, und sehr wichtig. Ich finde, wir sollten uns nicht verbieten lassen, über diesen Begriff und dieses Thema zu sprechen, nur weil wir sagen, oh, das ist falsch belegt teilweise. Vielen Dank. Und Anne-Galina, darf ich Sie zu derselben Frage einfach auch noch mal verhören? Ja, also für mich war der Begriff Heimat über Jahrzehnte wirklich diskreditiert gewesen. Einmal Zeit des Nationalsozialismus, dann der heutige Missbrauch wieder. Er hat eigentlich für mich wieder angefangen, eine Rolle zu spielen durch meine Schüler. Also ich bin Dozent für Deutsch als Fremdsprache und habe also dadurch sehr viel mit Geflüchteten zu tun, die alle ihre Heimat verloren haben. Und auch wenn wir Deutschunterricht machen, kommt die Rede immer wieder auch auf solche Themen. Sie zeigen Bilder von der Heimat, Fotos von den Verwandten, das Essen, die Natur, die Landschaft. Und da bekam das Wort Heimat für mich wieder eine neue Bedeutung, auch für mich. Ich sehe das allerdings auch so wie Katrin und wie Sie, dass ich hinterfrage, ob es so leicht ist, Deutschland wieder als neue Heimat für sich zu entdecken. Also es gibt, ich bin eine begeisterte Hörerin des Deutschlandfunks, ja. Am Sonntag früh immer eine Sendung, Denk ich an Deutschland, wo eine Person des öffentlichen Lebens gefragt wird und was sie an Deutschland sozusagen schätzt. Und das genau trifft in den inneren Kern dessen, was wir gerade verhandeln. Was ist das, was uns mit unserem Land verbindet, ja, und was vielleicht sozusagen wir transponieren können für andere Menschen, die aus anderen Ländern kommen, was deren Heimatbegriff sein könnte. Und das hat sehr viel, was Sie sagten, mit der Natur zu tun, mit dem Essen, ja auch mit unserem Nationalcharakter, mit unserer Pünktlichkeit beispielsweise. Die Deutsche Bahn nehme ich davon ganz unbedingt aus. Ja. Und jetzt kommen wir vielleicht mal auf dieses Thema zurück. Wie ist es denn, wenn andere Menschen zu uns kommen, die jetzt nicht unbedingt Deutsch gelernt haben und die sich dann in dieser neuen Heimat mit einer ganz anderen Sprache beschäftigen müssen. Da haben Sie ja auch einschlägige Erfahrungen. Kann ich noch mal kurz was sagen, also auch für die anderen Gäste. Wir haben noch einen stillen Podiumsgast. Also es ist kein Bankräuber, sondern ein Regimekritiker aus dem Iran, der gesucht wird und deswegen sich heute so maskiert hat. Wenn er möchte, kann ja. Er durchaus auch das gerne. Das würden wir sehr begrüßen alle, nicht wahr? Möchtest du etwas dazu sagen, was für dich Heimat ist? Guten Tag. Für mich Heimat ist ein Platz, wer ich fühle willkommen. Ja, und ich möchte nie Immigration machen, weil ich hatte gute Arbeit,
Ich habe an der Universität seit 20 Jahren gearbeitet, in meinem Heimatland. Und hier, ich sehe so viele Diskriminationen und ich fühle mich nicht sicher und ich sehe keine Hoffnung. Ich bin Englischlehrer vom Beruf und ich war glücklich mit Gartenarbeit, zum Beispiel in Thüringen. Und jemand hat vor mich telefoniert und sie haben gesagt, er kommt aus Asien und wir wollen nicht ihn kennenlernen. Und ich fühle sehr und so viel beleidigt. Und ich weiß nicht, was zu tun. Und im Jobcenter, ich hatte einen Jobmanager und er war auch kein Deutscher. Und er hat mich gefragt, wer hast du dein Bachelor und Masters gemacht? Ich habe gesagt, in diesen Universitäten. Und dann er hat gefragt, welchem Jahren? Ich habe gesagt, diesem Jahren. Und dann er hat gesagt, welchen Monaten? Ich habe gesagt, ich habe die seit 20 Jahren oder 15 Jahren gemacht. Und ich erinnere nicht exakt. Ich muss an meinen Lebenslauf gucken und sagen. Und dann er hat gesagt, nein, du kannst nicht als Lehrer arbeiten, weil du bist nicht gut in Mathematik. Und ich habe gesagt, ich bin ein Englischlehrer. Ich habe nichts zu tun mit Mathematik. Und er hat gesagt, kritisiere nicht oder ich werfe dich aus. Und die Tür ist da. Und Frau Galinat war auch dort. Und ich weiß nicht, was zu tun. Die Leute sagen, wir brauchen Lehre, aber wir bekommen keine Chance zu arbeiten. Ich bin hier sowieso, ich esse was und ich wohne irgendwo und ich will was zu diesem Land geben. Und ich nur brauche eine Chance, aber ich sehe keine Hoffnung. Ja, das ist ein sehr starkes Statement jetzt, das Sie uns gegeben haben, ja, und das ist, Frau Krupa, was sagen Sie zu einer solchen Aussage? Wie können wir denn Menschen, die zu uns kommen wollen und hier eine Heimat haben wollen, wie können wir gastfreundlich sein und ihnen diese Chance geben? Wie geht das? Ja, ich habe es ja vorhin schon angesprochen. Ich denke auch, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wie man als Mensch hier aufgenommen wird und akzeptiert wird und sozusagen auch auf Augenhöhe miteinander umgegangen wird. Und das höre ich leider, was Sie jetzt sagen, sehr, sehr oft in meinem Büro oder wenn ich sonst irgendwo Menschen, meistens Geflüchtete, aber es geht auch EU-Bürgern teilweise so, dass es also auch geht nicht nur um geflüchtete Menschen, sondern wirklich Menschen einfach mit anderer Staatsangehörigkeit, anderer Hautfarbe und so weiter, die viel Anfeindung, sicherlich noch ein bisschen Unterschied, die größeren Städte, aber auch da gibt es das und der ländliche Raum. Aber ich meine auch, das ist ganz wesentlich dafür, ob sich jemand wohlfühlen kann. Und Länder wie Irland oder sind einfach auch, haben nochmal eine ganz andere Gastfreundschaft. Wenn man die gewöhnt ist, wenn man sie kennt, wirkt das ja schon ohne Anfeindung relativ kühl in Deutschland. Viele sagen, ja, es war kühl, ich bin schwer an die Menschen herangekommen, ich habe schwer Freunde gefunden, aber wenn die Leute dann offen waren und ich sie kennengelernt habe, das ist ja auch der riesige Vorteil an Ehrenamt, wenn Menschen gerne ehrenamtlich arbeiten und sich auch in dem geflüchteten Bereich engagieren, da entstehen ganz viele Beziehungen, Freundschaften, Unterstützung, die auch sehr ernsthaft sind. Das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Sache, einfach Freundschaften zu knüpfen, ob das dann über die Kinder in den Schulen, in den Kindergärten oder über die Arbeit oder sowas. Das
benötigt es, weil wir sind soziale Wesen, das sind Sie, das bin ich. Und wir brauchen dieses freundliche Umfeld, dieses achtsame Umfeld. Und ja, da haben wir ein Problem in Thüringen, und zwar ein großes Problem. Würden Sie sagen, das Problem ist in Thüringen größer als in anderen Bundesländern? War gestern erst auf der Bundesbeauftragtenkonferenz, da waren alle Landesbeauftragten zusammen bei der Bundesbeauftragten in Berlin. Ja, es gibt Unterschiede. Also eine afghanische Familie, mit der ich schon lange sehr, sehr eng befreundet bin, die in Thüringen auch sagten, in Erfurt gelebt haben, es gibt vieles, was auch wirklich toll ist, die langen Hortzeiten zum Beispiel oder die Kinderbetreuung und so weiter. Also die waren sehr gerne auch in Erfurt, sind jetzt in Essen. Die Tochter, die gehen alle aufs Gymnasium, die Tochter sagte, in Essen gibt es zwei in ihrem Gymnasium, in ihrer Klasse, zwei oder ein Kind sogar nur, was keine Migrationsgeschichte hat. Natürlich viele mit deutscher Staatsbürgerschaft, aber ein Kind in dem ganzen Gymnasium, also in der ganzen Klasse, ohne Migrationsgeschichte. Und sie sagt, uns guckt niemand schräg an, weil wir ein Kopftuch, das gibt es in Essen nicht. Ja, das ist einfach eine ganz andere Bevölkerungsmischung und das macht vieles schon leichter. Und natürlich haben wir ein Problem mit der rechten Seite, mit der AfD. Ich bin sofort gestern angesprochen worden auf die Wahl in Sonneberg. Wenn ich daran denke, dass wir auch mit diesem Landrat diskutieren müssen über Flüchtlingspolitik, wo wir uns regelmäßig zusammentun, das ist so schon keine Freude, also in diesem Bereich Land, Kommunen, das auszuhandeln. Es geht viel um Geld, aber es geht auch um vieles andere. Aber ehrlich gesagt, das ist schon ein Riesenproblem. Also insofern im Westen, nicht überall, da gibt es auch Bereiche, in denen es ist, wirklich eine massive rechte Belastung gibt oder AfD-Wähler. Aber da haben wir schon mit Menschen aus anderen Ländern, haben viele hier in Thüringen doch ein größeres Problem und akzeptieren das nicht. Viele versuchen dann dieses eigentlich auch Logik nochmal zu sagen, wir brauchen Arbeitskräfte, wir brauchen Fachkräfte, die Menschen sollen doch kommen, wir brauchen sie doch so dringend, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil ich eben Menschen auch nicht als Nutzen nur sehe, sondern da müssen noch in der Diskussion ein paar mehr Schritte und Erklärungen sein und nicht nur, wir brauchen sie doch, jetzt seid doch mal freundlich oder so. Also es sind viele, viele wichtige Bereiche, über die wir sprechen müssen. Wenn ich was einfügen darf, was Sie vorhin gesagt haben, was können wir tun, damit es anders ist als in seinem Fall oder in Thüringen im Generellen oder überhaupt? Jeder müsste sich um einen einzigen Flüchtling kümmern und mit ihm irgendwie Kontakt haben. Der muss ja nicht ausufernd sein, aber ich denke, im Osten, ich bin ja auch eine Wessi, aber ich denke, im Osten gibt es ja viel weniger Flüchtlinge, Geflüchtete, als auch wenn ich zum Beispiel in Jena, durch Jena gegangen bin. Ich bin jetzt seit 18 Jahren in Jena und ich habe am Anfang niemals einen schwarzen Menschen gesehen. Jetzt gibt es vielleicht so 4, 5, die ich sehe, wenn ich so durchfahre, immerhin. Aber wir müssen uns alle darüber im Klaren sein, die Geflüchteten werden kommen und sie werden immer noch mehr kommen, weil die Probleme immer noch größer werden und wir werden auch Klimaflüchtlinge haben und wir sind selber dran schuld, dass wir die Geflüchteten vor unserer Haustür dann haben, denn auf unserem Wohlstand ist ihr Elend aufgebaut. Ja? Und diese Verantwortung müssen wir auch übernehmen und wir müssen auch sagen, okay, wir müssen eine Vision entwickeln, wie wir damit klarkommen, dass viele Menschen, wie er zum Beispiel, in unser Land kommen und sagen, ich kann dieses und an wen kann ich mich wenden, damit ich in die richtige... Ja, und wenn jemand natürlich auch sagt, er möchte da sich beteiligen... Ja, das machen aber alle. Also ich kenne so viele Geflüchtete, ich kenne niemanden, der sagt, ich möchte nicht arbeiten, ich möchte den Staat ausnutzen, ich möchte. Die sagen alle, ich möchte eigentlich hier ankommen. Ich kenne auch keinen, der kein Heimweh hat. Das ist die andere Seite. Aber die wollen alle arbeiten und die wollen natürlich Geld verdienen. Und
Ich habe eine Familie, da ist der Mann in Syrien Lehrer gewesen, hat so eine kleine Dorfschule auch als Direktor geleitet. Er geht jetzt putzen. Und er ist aber letztendlich, also das war ein Prozess, der über viele Jahre ging, ihn zu betreuen und eine Stelle für ihn zu suchen als Schulbegleiter. Er ist 60, das Deutsch fällt ihm total schwer. Also da geht gar nichts mehr für ihn so. Und jetzt putzt er, aber er ist dankbar, weil er jetzt, das glaubt man nicht, aber es ist so, weil er jetzt endlich mal Geld für seine Familie verdient. Also ich finde die Idee von Katrin gar nicht so schlecht, dass sich jeder um einen Geflüchteten kümmern sollte. Weil es kommt ja auch oft die Aussage, auch in verschiedenen Medien, was fremd ist, macht Angst. Und mir ging es eigentlich schon vor 2015 immer so, was fremd ist, macht mich neugierig. Und wenn ich neugierig bin und mit den Menschen spreche, wird das Fremdartige auch vertraut. Und ich bekomme sogar noch eine Dimension dazu, Dinge, die ich nicht kenne, die ich anders gesehen und erlebt habe. Also eigentlich macht einen jede Bekanntschaft auch sehr viel reicher. Und das finde ich eben auch sehr, sehr wichtig. Ja, ansonsten ist es wirklich schwierig. Es fängt eigentlich bei den Geflüchteten ganz am Anfang an, wenn sie kommen. Sie erleben das Erstaufnahmelager, sie erleben, wie sagen meine Schüler immer, eher auch Papierland. Formulare, wo bis heute nicht geschafft wurde, über Jahrzehnte, sie zu reduzieren und auch einfacher zu schreiben. Sie können kein Deutsch am Anfang. Dann werden sie auf Ämtern herablassend behandelt. Also als ob sie dumm sind, weil sie noch nicht Deutsch sprechen. Und das macht natürlich auch was mit den Menschen. Das macht das Selbstbewusstsein klein. Also für mich fängt es wirklich schon ganz am Anfang an, wie ist das Willkommen hier im Land sozusagen, und sie fühlen sich eigentlich oft nicht willkommen. Da melden sich im Publikum jetzt zwei Personen, einmal Sie und dann auch Sie. Als ich neu in Deutschland war, ich habe im Heim seit 6 Monaten gewohnt. Und plötzlich, es gibt einen Krieg zwischen Ukraine und Russland. Und ich habe viele ukrainische Leute hier gesehen. Und ich verstehe die Leute von Ukraine, sie haben Probleme. Und wir müssen alle die Leute helfen. Und ich habe gesehen, dass sie gehen zu Tafel und manchmal sie bekommen so viel Essen und Brot, dass ich habe persönlich gesehen, dass sie werfen Brot im Saale River, das ganze Brot. Und wenn sie brauchen nicht so viel, warum machen sie das? Und dann eine arabische Person hat mir gefragt, sie hat gesagt, du kannst ein bisschen sprechen, vielleicht du kannst mit den Sozialarbeitern sprechen und wir bekommen auch ein Papier für Tafel. Und ich habe gefragt und er hat gesagt, nein, wir haben keine Kapazität. Wenn sie haben keine Kapazität, sie müssen keine Kapazität für niemand haben. Und ich erwarte, dass die Leute gleich behandelt werden. Und das ist Diskrimination. Ich war im Integrationskurs. Meine Lehrerin hat nur mit anderen Leuten gesprochen. Und ich habe sehr freundlich sie gefragt, bitte, wir wollen auch mitmachen und sprechen. Und sie hat gesagt, das Problem ist, dass in diesem Kursraum es gibt nur 3 Ausländer und die Reste sind ukrainisch. Was für eine Kategorisation ist das? Ich verstehe das nicht. Wirklich, ich verstehe das nicht. Und sie war auch italienisch. Sie hat gesagt, eine Brieftasche ist eine Tasche, wenn man die Briefe kann reintun. Und ich habe gesagt, Brieftasche ist Portemonnaie.
Und sie nennen das Brieftasche, weil in die alte Seite die Leute hatten den Führerschein wie ein Papier und sie mussten das dort rein tun. Und sie hat gesagt, nein. Und dann ich habe gesagt, wir machen was. Wir bestellen eine Brieftasche in Amazon und das kommt hier. Wenn es ist ein Portemonnaie, ich nehme das und sie bezahlen für das. Und wenn es ist eine Brieftasche, ich bezahle und sie nehmen das. Aber sie hat nie über das zu mir gesprochen. Also man sieht an diesem Beispiel auch, Geflüchteter ist nicht gleich Geflüchteter und das ist natürlich ja insgesamt auch eine ganz große Problematik. Ich meine, es gibt natürlich auch unter Syrern welche, die andere Syrer nicht leiden können. Es gibt Ukrainer, die die arabische Flüchtlinge nicht leiden können und so geht es ja durch alle. Na klar, und es gibt eben auch leider auch ganz viel Antisemitismus und. Ja. Also wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste, aber die Dame aus dem Publikum wollte auch noch was sagen jetzt. Also ich stelle mich mal kurz vor, mein Name ist Annette Franz, ich bin also Rudolstädterin und bin mit einem Syrer verheiratet, der 2015 nach Rudolstadt gekommen ist und habe, sagen wir mal, die Begrifflichkeit Heimat aus unterschiedlichen Blickwinkeln erlebt. Ich bin hier aufgewachsen in Rudolstadt, habe längere Zeit hier nicht gelebt und bin aber vor 10 Jahren wieder nach Rudolstadt zurückgekommen. Für mich ist es ein Ankommen an einem Ort, mit dem ich vertraut bin, wo ich meine Wurzeln habe, wo ich das Gefühl habe, ich kenne die Menschen hier, ich habe mehrere Generationen von Familien hier kennengelernt, ich fühle mich hier sicher. Ich weiß, was mich hier erwartet, mit Vorteilen und Nachteilen. Und ich bin gerne hier. Ich liebe die Landschaft, ich liebe die Stadt. Mein Vater war hier Bürgermeister, wir haben also hier auch eine besondere Beziehung zu der Stadt. Aber für mich ist Heimat hier oft erlebt mit Ausgrenzung. Und ich denke, wenn wir als Rudolstädter sagen, das ist unsere Heimat und andere haben nicht das Recht, hierher zu kommen oder sie haben nicht die gleichen Rechte wie wir, dann entwertet das diesen Begriff für mich völlig. Und solange wir Heimat verbinden mit dem, ich gehöre hierher und du gehörst nicht hierher, dann ist dieses Wort wirklich verboten, aus meiner Sicht, weil es ist einfach auch toxisch. Das tut uns allen nicht gut. Und das, was eben hier auch vielfach beschrieben worden ist, ist natürlich die Erfahrung meines Mannes jeden Tag. Er betreibt hier einen Laden in dieser Stadt. Und was also auch immer wieder beobachtet wird, ist, okay, wir akzeptieren vielleicht Fremde, aber wir benutzen schon Wörter, die Menschen werden als illegal bezeichnet, wenn sie neu hierher kommen. Sie haben den Begriff Asylant oder Migrant über lange Zeit. Ich weiß nicht, wann das sich mal auflösen soll, wie lange die Menschen hier sein sollen, damit sie mal als gleichberechtigt akzeptiert werden. Und das ist was mir diesen Begriff halt wirklich auch total verleitet, wo ich gerne sage, ich bin eigentlich hier, es ist meine Heimat, aber auf der anderen Seite eben eigentlich auch sehr unglücklich drüber bin, über das Klima, was sich damit verbindet, mit dem Begriff Heimat. Und ich denke, solange wir nicht erkennen, dass wir ja alle hier ein Zufallsprodukt sind, wir können ja nur uns glücklich schätzen und können sagen, Gott sei Dank sind wir hier geboren und haben das Glück, hier aufwachsen zu können. Wir hätten genauso gut in Syrien, in der Ukraine und sonst wo geboren sein können. Ne? Und diese Selbstverständlichkeit, die von den Menschen hier, wo gesagt wird, das ist meins und davon bin ich auch nicht bereit, was abzugeben, die finde ich einfach also total abstoßend und da macht es mit dem Begriff Heimat halt sehr schwer. Und wenn wir lernen, mit dem Begriff Heimat umzugehen, zu sagen, wir haben hier unsere Wurzeln, wir machen die Türen auf für Menschen, die neu hinzukommen zu uns, wir heißen sie in unserer Heimat willkommen, würde ich diesen Begriff Heimat wirklich sehr gerne und häufig gebrauchen. Aber die Erfahrung ist einfach eine andere. Und ich würde eher dazu einladen, nicht zu sagen, der Begriff sollte nicht verwendet werden. Wir müssen viel mehr ihn positiv besetzen und müssen einfach wirklich auch sagen, Mann, ist das ein Glück, wie wir hier alle sitzen, dass wir hier sein können. Und
wenn wir das mal irgendwann schaffen, dann denke ich, können wir auch guten Gewissens wieder mit Heimat arbeiten. Vielen Dank für Ihr Statement. Das ist, finde ich, sehr, sehr ermutigend, was Sie sagen und richtig. Aber ich frage mich, ob das alles immer aus dem privaten Umfeld herauskommen muss, aus der privaten Initiative von den Einzelnen, oder ob da zum Beispiel rechtliche Bestimmungen vielleicht auch noch etwas stützend wirken könnten. Frau Krupper, was meinen Sie? Ja, da gibt es ja viel rechtliche Bestimmungen und ja. Im Moment ist es ja, also vieles ist Bundesrecht, da kann man natürlich über den Bundesrat darauf hinwirken. Ja. Da gab es ja 2015, 2016 ziemlich viele Rollen rückwärts, wieder mit mehr Arbeitsverboten, also mit mehr Ausgrenzung, mehr zu sagen, die Menschen, die aus sicheren Herkunftsländern aus dem Westbalkan kommen, die dürfen hier gar nicht arbeiten, die dürfen keine Sprachkurse besuchen und so weiter. Da gab es viele Rollen rückwärts, wo ich oder wir uns auch als rot-rot-grüne Landesregierung sehr dagegen gewehrt haben. Das ändert sich gerade wieder, teilweise auch gar nicht, wenn wir an die Diskussion der EU-Außengrenzen denken. Das ist Abschottung. Aber innerhalb gibt es da einige Verbesserungen. Das muss man ganz klar sehen. Also auch wenn es jetzt erstmal um Fachkräfte geht, aber es ist auch ein wichtiger Bereich, die Änderung des Fachkräfteeinwanderungsrechts. Und was zum Beispiel auch wichtig ist, denke ich, die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts, das hat zwar nicht unmittelbar mit dem Begriff Heimat zu tun, aber es ist ja immer wieder die Diskussion, wie sehr können sich Menschen, die nicht wählen dürfen, aber hier schon lange leben und hier auch einen Aufenthalt haben, auch politisch einbringen. Und das ist natürlich schwierig, solange man kein Wahlrecht hat. Und dann immer die Diskussion zu sagen, jemand, der eine andere Staatsbürgerschaft hat, der darf kein deutscher Staatsbürger werden, ohne die andere aufzugeben, weil dann kann er sich ja nicht mit Deutschland wirklich identifizieren, was ich für absolut falsch halte. Insofern bin ich froh, dass jetzt das Staatsbürgerschaftsrecht auch geändert wird und die Einbürgerung nochmal erleichtert. Wie gesagt, es ist nicht das Gleiche wie Heimat, das ist natürlich noch was ganz anderes, aber wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, hat man einfach auch alle Bürgerrechte und ist komplett gleichgestellt. Da gibt es keinen rechtlichen Unterschied mehr. Vorher gibt es im Aufenthaltsrecht, muss man zur Ausländerbehörde, muss man seinen Aufenthalt wieder verlängern oder irgendwas. Und das halte ich für ganz wesentlich. Aber Thüringen selbst, also ich habe selbst das Integrationskonzept verfasst bei uns, natürlich im großen Beteiligungsverfahren. Es ist so, dass Thüringen sagt, wir möchten den Menschen eine Integration oder ich sage lieber gesellschaftliche Teilhabe von Anfang an, und zwar allen Menschen gewähren, die hierher kommen, sollen die Möglichkeit haben, so schnell wie möglich Deutsch zu lernen, alle Angebote zu bekommen, einfach um diese Möglichkeit zu haben, gesellschaftlich teilzuhaben, ob das im Bereich Bildung, ob das im Bereich Sport ist, überall. Wir müssen alle unsere Regelangebote öffnen, damit die Menschen dort reinkommen und hier ankommen können. Und trotzdem, glaube ich, kann man das nicht rein staatlich lösen. Also es sind viele Bereiche, die Angebote, die Finanzen, muss ganz vieles stimmen, auch die Einstellung in Landes-, Bundesregierung, wo auch immer, in Kommunen. Aber das kann eben nicht ersetzen, diesen Bereich des nahen Umfelds, ob das Nachbarinnen sind, ob das Freundinnen, Schulkameradinnen, das ist, glaube ich, ein Punkt, der ganz wesentlich ist, um sich wohlzufühlen. Also für mich würde Heimat ganz viel soziales Umfeld, Familie bedeuten, Nachbarschaft. Also das ist, glaube ich, so wesentlich, auch in den Austausch zu kommen, auch um einfach zu verstehen, wie tickt meine Nachbarin oder die Lehrerin oder so, um in Austausch zu kommen, auch nachfragen zu können, wieso denn? Und auch die Frage, will ich das annehmen? Gefällt mir das? Oder sage ich, nee, also wir haben immer eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das will ich nicht. Ich möchte mein arabisches Essen auf den Tisch bringen, ohne Wenn und Aber. Das ist völlig in Ordnung. Also so dieses Ausloten
in meiner neuen Heimat, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wo möchte ich mich anpassen, wo möchte ich mich nicht anpassen, wie weit übe ich meine Religion aus. Das ist Freiheit. Das wirkliche Finden, ich sage jetzt einer neuen Heimat oder einer zweiten oder wie auch immer, es wird lange, lange Zeit dauern, aber das passiert, glaube ich, wirklich vor Ort im einfach Sozialkontakten. Ja, und jetzt kommen wir noch mal zu diesem ganz entscheidenden Punkt. Und da sind natürlich die beiden Schriftstellerinnen wieder auch sehr gefragt. Was bedeutet die sprachliche Integration für dieses Thema Heimat? Es bedeutet alles, absolut alles, ja. Mein Name ist Christa Golz. Ich bin Rudolstädterin, bin also hier geboren und muss hier feststellen, dass der Begriff Heimat für mich viel größer ist als das, was Sie jetzt hier darstellen. Ich muss den Bogen etwas weiterschlagen, weil meine Mutter zum Beispiel aus Schlesien 1945 hierher gekommen ist. Und ich bin der Überzeugung, dass alle Sie, die hier sitzen, wissen, wie damals Flüchtlinge hier empfangen worden sind. Empfangen meine ich in Anführungsstrichen. Genau. Ja. Und jetzt den Begriff Heimat, der für jeden Menschen wichtig ist, in einer Weise so schmal darzustellen, das missfällt mir. Weil ich erlebt habe, wie meine Familie hier anfing, ihr Leben irgendwie neu zu gestalten. Und es müssen nicht alle glauben, die von allen Kontinenten kommen, dass hier alle vor lauter Freude die Arme öffnen. Natürlich gibt es Menschen, wir werden zum Beispiel heute noch als Ostdeutsche oder neue Bundesländer ständig im Wortgebrauch. Nach über 30 Jahren sagt die Politik, ihr seid die Ostdeutschen und das sind die Westdeutschen. Es ist nicht möglich, einen Konsens zu finden. Offiziell nicht, das Gefühl habe ich. Das ist meine Auffassung. Aber es gibt auch viele private Beziehungen. Und ich muss sagen, dass 89, 90, 91 wir ja auch in der westlichen Hemisphäre als Exoten empfangen, auch empfangen in Anführungsstrichen, empfangen worden sind. Und es möge bitte keiner glauben, dass wir das Volk sind, das in der Lage ist, die ganze Welt zu retten. Das ist mein Statement und meine ehrliche, aufrichtige Meinung. Ich würde auch gerne den Heimatbegriff etwas weiter spannen, weil ich denke, nur zu sagen, da wo es einem schmeckt und wo man seine Verwandten hat und wo, keine Ahnung, man sich auskennt und alles vertraut ist, das ist schon Heimat. Also das reicht mir irgendwie auch nicht. Und ich weiß aber jetzt nicht genau, womit ich diesen Begriff füttern kann, damit er für mich jetzt irgendwie greifbar wird. Sie haben mit der Sprache gerade angefangen. Ich finde, die Sprache ist natürlich ein wichtiges Instrument, damit man sich zurechtfindet. Aber die Sprache ist auch die permanente Frustration, dass man es nämlich nicht kann. Wenn jemand, ein Geflüchteter zu uns kommt und meinetwegen er ist aus Akademikerkreisen und meinetwegen er ist wahnsinnig schnell und ist dann ganz schnell bei B2 und bei C1 und was weiß ich was, wird er trotzdem nie wissen, was ist das genau, was zum Beispiel Gastfreundschaft bedeutet, ja, in Deutschland. Er weiß es von sich zu Hause, aber er weiß es nie, was hier ist. Ich bin eine Wessi, Sie sind eine Ossi. Ich bin als Wessi hier auch oft eine Fremde, weil ich anders
sozialisiert worden bin. Das heißt, ich habe einen ganz anderen Referenzrahmen für alle meine Erfahrungen, als die Menschen das hier haben. Ich finde, Heimat ist ein ganz, ganz schwieriger Begriff. Heimat zu finden für jemanden aus einem Land wie Syrien oder sonst woher ist eigentlich fast unmöglich, glaube ich. Man kann bestimmte Sachen ein bisschen besser machen, aber man wird trotzdem immer das Problem haben, dass man mit dasselbe sagt und was anderes meint. Ja, also wir kommen zu sehr, sehr gleich sofort ganz, ganz komplexen und intrinsischen Problemen, also die sich tatsächlich mit dem sprachlichen Bewusstsein auch beschäftigen. Ja? Das sprachliche Bewusstsein, alles, was mit Bildern zu tun hat, also Sprichwörter zum Beispiel, ja? Es ist in allen Sprachen komplett anders. Ja? Was wird assoziiert? Ja? Wir müssen uns, glaube ich, davon verabschieden, dass wir eins zu eins, außer vielleicht in einer Familie, ein komplettes Verständnis von anderen Menschen haben können. Das geht gar nicht. Ja? Also das sind immer wieder neue Übersetzungsversuche, die wir da machen müssen. Und das ist eine große Anstrengung. Und das bedeutet in meinen Augen auch die Gastfreundschaft, dass wir diese Versuche machen müssen. Aber in dem Bewusstsein, dass das nie hundertprozentig sozusagen aufgeht, dass da immer eine Schicht von Unverständnis bleibt oder vielleicht auch nicht mal Unverständnis, sondern es ist eine graue Nebelschicht am Ende. Aber Anne Gallinat wollte sagen etwas oder habe ich das falsch? Nein, ich habe nur zugestimmt. Ja, Frau Grupper, ja. Also das, was ich vorher definiert habe für mich, ist sicherlich auch nicht vollständig. Ich glaube, man kann sich da nur über verschiedene Bereiche nähern, sozusagen. Ja. Ich könnte auch nicht ausdrücken, das ist es, eine Heimat. Und ich glaube, man würde immer was vergessen, weil es auch ganz viele Gefühle sind. Ich glaube, Heimat hat ganz viel mit Gefühl zu tun. Und dem einen ist eben der Sozialkontakt wichtiger, der andere die Landschaft und so. Aber es spielt ja alles zusammen. Und ich finde, das ist auch nicht so exklusiv zu sagen, man kann nur eine Heimat haben. Also ich glaube, es braucht ganz viel Zeit. Wenn man hier ankommt, fühlt man sich nicht nach 3 Wochen, das ist meine neue Heimat. Und auch der Begriff Sicherheit, den Sie genannt haben, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wesentlich. Aber ich kenne viele Menschen, und besonders oft sind es nicht die erwachsenen Geflüchteten oder die schon älteren Kinder, die hier Heimat finden, sondern oft ist es eben die nächste Generation, die Kinder, die aufgewachsen sind, die schon sagen, Deutschland ist oder Thüringen oder was auch immer oder Rudolstadt oder ist meine Heimat. Das ist ja auch die Frage, ob man ganz Deutschland nimmt oder einen kleinen Teil oder mein kleines Dorf in den Bergen oder so. Es ist ja die Frage, in welchem Ausmaß. Aber gleichzeitig auch sagen würden, Syrien ist auch meine Heimat. Ich glaube, die erste Generation, insbesondere von Geflüchteten, die nicht mehr zurückkommen, haben einen unglaublichen Schmerz und vermissen ihre Heimat und alles, was dort war. Und wesentlich ist das, ich glaube, man kann auch 2 Heimaten haben, die auch ganz unterschiedliche Gefühle auslösen. Wahrscheinlich, wenn es denn mal möglich ist, zurückzukehren nach Syrien zu Besuch oder auf Dauer, wie auch immer, löst es sicher andere Gefühle aus. Und ich kenne auch viele, die sagen, ich war jetzt zurück im Irak oder wo auch immer. Und dann bin ich nach Deutschland gekommen oder nach Thüringen und habe mich zu Hause, das war auch Heimat. Ich habe so vieles wieder vermisst, als ich dort war. Ich glaube, das ist wirklich auch so ein, so ein Spagat zwischen verschiedenen Heimaten. Oder auch Fremdheit. Also es kann ja auch sein, dass jemand, der zurückkehrt in seine Heimat, dann dort fremd ist und dann hierher kommt und hier fremd ist. Oder es gibt ja auch Menschen, die sagen, sie fühlen sich nirgends mehr beheimatet. Also das gibt es sicherlich auch immer, je nachdem, wie man das für sich auch auslegt und wie man sich fühlt. Aber Sie sagen, sprechen auch von Gefühlen und ich glaube, das ist... Deswegen würde ich diese globale Bereitschaft auf den anderen so zu versuchen zu verstehen, wie er ist und wie er tickt und dem möglichst nahe zu kommen und das auf globale
Ebene gehoben, das wäre für mich Heimat. Dann hätte ich das Gefühl, okay, wir sind alle, wir versuchen alle an diesem Bewusstsein zu arbeiten, dass wir endlich sind, jeder für sich in seinem ganzen Ich, in seiner ganzen Identität, auch in seinen Gefühlen und der andere aber auch, und dass wir uns dann öffnen und so könnte das ja, ein bisschen genau. Aber ehrlich gesagt gibt es auch ganz viele Thüringerinnen und Thüringer, denen ich mich nicht öffne, wo ich ein so grundunterschiedliches Verständnis habe, dass ich wirklich auf keiner Ebene auch nur ins Gespräch komme. Also das gibt es genau. Ich will noch ganz kurz einen Punkt sagen. Wir hatten eine lange Diskussion, und zwar habe ich irgendwann gesagt, wir brauchen ein Landesprogramm. Wir hatten überlegt, wie wir es nennen. Muttersprache, wir haben es Herkunftssprache genannt. Und viele haben mich gefragt, was machen Sie denn? Die Leute sollen doch Deutsch lernen, die Kinder besonders und Jugendliche, also es ist für Schülerinnen und Schüler gedacht. Und die sollen doch Deutsch lernen. Was machen Sie jetzt hier im Landesprogramm? Herkunftssprache. Und das hat ganz viel mit Identität auch zu tun, aber auch mit Selbstbewusstsein, also seine eigene Sprache, also seine Muttersprache, seine Herkunftssprache so zu lernen, dass man die nicht nur, mehr oder weniger, ist ja ganz unterschiedlich, manche können nur ein paar Brocken, manche sprechen die Sprachen fließen, können aber nicht schreiben oder die Grammatik, diese Sprache richtig, wenn man möchte, ist ja keine Pflicht, aber lernen zu können, um sozusagen, ja, Sprache ist eben auch Heimat, um das nicht zu verlieren. Und ich finde das extrem wichtig. Und die Rückmeldung von den Familien und von den Kindern ist ganz großartig. Die sagen, das ist so wesentlich. Und auch von den Lehrerinnen und Lehrern in den Schulen, die sagen, sie wissen es am besten natürlich, die sagen, die Kinder, die ihre Herkunftssprache gut und sicher beherrschen, lernen viel besser und viel schneller Deutsch. Und ja, es nützt ihnen so viel. Und man sieht diese Qualität auch. Ja, dieser Mehrsprachigkeit. Und da, ich glaube, das hat auch ein klein bisschen vielleicht wiederum mit Heimat und Identität zu tun. Auf jeden Fall. Also das ist ein ganz toller Ansatz, Frau Krupa. Das würde ich auf jeden Fall auch begrüßen sehr, dass das fortgesetzt wird. Und also wir müssen uns vielleicht auch ein bisschen die geschichtliche Dimension klar machen. Sie haben das mit Schlesien jetzt angedeutet, aber wir als Schriftstellerinnen hier auf dem Podium, wir können uns ja noch mal ein bisschen zurückversetzen in die Zeit des Nationalsozialismus und in die Exilerfahrungen der meisten Schriftsteller jüdischer Herkunft oder auch einfach sozialdemokratische oder kommunistische Schriftsteller, die alle in das Exil gehen mussten und eben dann in Amerika oder wo sie auch waren, in Südamerika, von ihrer Sprache getrennt waren und kaum noch Veröffentlichungsmöglichkeiten hatten. Und mit so etwas beschäftigen sich ja natürlich geflüchtete Menschen, die sprachlich gearbeitet haben, so wie Sie als Lehrer an der Universität und andere, die sind ja dann auch vollkommen abgeschnitten, zunächst mal von ihren Möglichkeiten, Geld zu verdienen oder zu arbeiten. Also auch das dürfen wir nicht vergessen, dass diese sprachliche Identität von äußerster Bedeutung ist für Menschen, ja, und dass man sie nicht alle sozusagen. Ja, natürlich wäre es schön, wenn alle gleich sozusagen per Fingerschnick Deutsch könnten zu 100%, aber das ist nicht so, ja. Das dürfen wir uns nicht klar machen. Und je älter die Menschen sind, die zu uns kommen, umso schwieriger ist das natürlich, ja. Dass Kinder wie die Schwämme aufsaugen, das wissen wir auch. Ja, sehr gerne aus dem Publikum, ja. Bei dem Thema Sprache fällt mir ein, dass wir uns ja auch eigentlich viel stärker auf unsere eigene literarische Tradition auch in diesem Punkt besinnen könnten. Ich finde es sehr schade, dass immer so wenig von Goethes Flüchtlingsepos Hermann und Dorothea gesprochen wird. Da sind diese ganzen Themen eigentlich ja auch schon angeschnitten tatsächlich. Also das spielt in der Zeit der Französischen Revolution. Und das ist so ein kleines
Städtchen, wo ein Flüchtlingsstrom dann vorbeizieht. Und Hermann ist also ein Gastwirtssohn und der Vater will ihn eigentlich mit der reichen Nachbarstochter gerne verheiraten. Und er verliebt sich dann natürlich in Dorothea, die ist also eine von aus dem Strom dieser Flüchtlinge. Und diese ganzen Konflikte, die dann daraus sich ergeben, die haben natürlich auch sehr viel mit Integration zu tun und die Frage, wie oft eigentlich der Begriff Heimat in diesem Werk vorkommt, hat mich jetzt hier im Vorfeld beschäftigt, bevor ich hergefahren bin und es ist tatsächlich also nur zweimal. Und eine Stelle lautet, da sagt also Dorothea über das, was die anderen Flüchtlinge so sagen und denken in der Situation, da sagt sie, alle denken gewiss, in kurzen Tagen zur Heimat wiederzukehren. So pflegt stets der Vertriebene sich zu schmeicheln. Und das zweite Mal, wo das Wort Heimat vorkommt, ist dann im Zusammenhang mit ihrer eigenen Vorgeschichte. Sie war schon mal verlobt gewesen, ein Deutscher, der dann nach Paris gegangen ist, weil das ist also die Zeit der Französischen Revolution und das ist eben der Schmelztiegel, wo alles stattfindet und alle gehen dorthin und er kommt dort natürlich dann in den Wirren ums Leben, kehrt also nicht zur Heimat zurück und das ist dann der zweite Punkt, wo dieser Begriff vorkommt. Also ich denke, wir haben nämlich auch tatsächlich das mal 2015 schon versucht mit Leben zu erfüllen und haben eine szenische Lesung gemacht mit, also von Hermann und Dorothea zusammen mit dem Zentralrat der orientalischen Christen. Und da ist also eine junge orientalische Christin in Erfurt gewesen und hat dann die Dorothea gelesen. Das war eine szenische Lesung, nicht gespielt, nur gelesen. Und das war aber eine sehr intensive Erfahrung. Und hinterher gab es ganz intensive Diskussionen. Da meldeten sich auch Leute, die also sagten, ja, meine Mutter ist aus Ostpreußen geflohen und aus Schlesien und so weiter. Und das hat das irgendwie alles sehr authentisch gemacht. Und ich denke, also unser eigenes literarisches Erbe sollten wir da viel stärker anzapfen und nutzbar machen. Also vollkommen richtig, was Sie sagen, aber ich habe ja versucht, auch vorhin mit den aktuellen literarischen Positionen, etwa von Andreas Mayer oder Ulrike Dresner, auch diesen Horizont mal aufzumachen. Also das Thema ist sozusagen immer schon aktuell gewesen und jetzt wollen Sie noch gerne etwas sagen. Sehr. In Pädagogie, die Leute sagen, wenn du sagst, ich vergesse. Wenn du machst Unterricht, ich erinnere. Und wenn du involvierst mich, ich lerne was. Ich denke, wir brauchen Kulturzentrum und dann die Flüchtlinge können Kultur lernen. Zum Beispiel, wenn eine Frau sagt Hello, sie meint nur Höflichkeit. Sie will kein Sex mit dir haben. Du musst das lernen als ein nicht all Flüchtlinge, aber manche Leute muss hören solche Sachen und sie können zusammen zum Beispiel kochen oder über Deutschland studieren oder was machen. Das ist die richtige Integration und Orientierung, nicht nur über verschiedene Länder oder nur über Politik. Ich denke, solche Sachen sind auch ganz, ganz wichtig. Dankeschön. Das ist ein Kulturzentrum also oder Kulturzentren. Das gibt es ja auch schon. Ne? Volkshochschulen bieten das auch an, Kurse jeder Art. Eigentlich, ich weiß es nicht, wie es in Rudolstadt damit bestellt ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da auch
das eine oder andere gibt vor Ort. Wie können wir selbst positiver wirken? Wie können wir uns einbringen? Sie haben da eine Idee? Ja. Mein Name ist Peter Pangert, komme aus Rudolstadt, bin hier Zahnarzt und habe viele ausländische Patienten und auch Freunde eigentlich aus allen Regionen der Welt. Und Sie haben vorhin gesagt, Heimat ist ein schwieriger Begriff. Das ist gar kein schwieriger Begriff, zumindest nicht für 99% der Weltbevölkerung, die damit etwas unverkrampfter umgehen. Die haben nämlich ihre Heimat, die lieben sie und finden sie auch toll. Die schämen sich auch für nichts offensichtlich und sagen, und das ist jetzt wirklich von Amerikaner über, weiß ich nicht, Ecuadorianer, Italiener, Russen, alles mögliche, Ukrainer, die sagen, es fällt ihnen schwer bei uns, weil wir verkrampft mit unserer eigenen Heimat umgehen, weil wir selber keinen Stolz haben in dem Sinne, ich habe recht, wir können nichts dafür, wir sind hier geboren. Aber 99% der Bevölkerung haben das Problem nicht. Die sind in Kolumbien geboren und halten ihre Fahne hoch, wenn da Fußballverein spielt. Und wir Deutschen schämen uns immer so ein bisschen dafür, wenn wir die drei Farben sehen, ja, die für 1848 mal für was anderes standen. Denen fällt es schwer, weil wir selber kein klares Ziel bieten. Ihnen würde es, sagen mir viele, leichter fallen, wenn wir sagen, wir sind Deutsch, da war mal was scheiße, aber wir machen das jetzt nicht mehr. Wir benehmen uns ordentlich und sind trotzdem stolz drauf, Deutscher zu sein. Das klingt schon wieder komisch, gell? Stolz, Deutscher zu sein. Damit haben die gar kein Problem. Die sind stolz, Ukrainer zu sein oder Russe oder wisst der Geier was, ja. Eine lustige Geschichte noch, wir hatten es vorhin von Ost und West und dass 30 Jahre nicht gereicht haben. Immerhin länger, als die Mauer überhaupt gestanden hat, dass wir uns wieder normal miteinander beschäftigen können als Ost- und Westdeutsche. Wir kennen ihn alle, Carlo hier aus Rudolstadt, unser Italiener. In Westdeutschland geboren, dort war er als Kind schon immer der Ithaka. Dann ist er hier in den Osten gekommen, in den 90er Jahren, da war er hier der Wessi. Und als er wieder zurückgekommen ist nach Oberhausen, war er dort der Ossi. Ja? Und der sagt seit 5 Jahren, wenn er hierher kommt, er kommt nach Hause. Und das finde ich richtig gut, muss ich sagen. Das ist schön, aber auch er sagt immer wieder, Mensch, was ist denn mit euch los? Natürlich, ich bin in Oberhausen geboren sogar, spreche nicht ganz Deutsch, noch sehr viel Italienisch. Er ist natürlich irgendwo auch Italiener geblieben und ist das gerne. Wir geben ja. sich gleich mehrere ja. Hände. Also nur, mal so, nur einfach für mich nur mal als Anregung, schämen wir uns vielleicht ein bisschen weniger, sind wir auf uns auch irgendwo stolz, dann machen wir es den anderen auch einfacher. Ja, und der Grund oder soll ich sagen, der Sinn einer Nation darf auch nicht sein, jetzt nur sich zu verändern, damit andere sich gut aufgehoben fühlen. Denn wenn wir woanders hingehen, freue ich mich eigentlich, wenn es da keine Schnitzel gibt. Dann möchte ich das Lokale dort eigentlich essen. Ja? Und beim Franzosen möchte ich auch noch eine Baskenmütze sehen. Und beim Italiener möchte ich eigentlich auch ein paar Nudeln essen. So, und jetzt gebe ich weiter. Entschuldigung. Dankeschön. Ich bin hier nur zu Besuch. Ich komme aus NRW und ich möchte nur einmal kurz anmerken, ich bin relativ jung. Ich kann mich nicht an die deutsche Teilung erinnern. Aber ich fühle mich Ostdeutschland nicht ferner als Süddeutschland oder Norddeutschland. Ist vielleicht eine Generationenfrage. Ich wollte es nur super, anmerken. Super, tausend Dank für das Statement. Das ist bei meinen Kindern auch so. Ja. Ganz klar, die nächste Generation erlebt das ganz anders. Ja. Du musst es ja auch mal aufspannen, wenn ich das gerade so einwerfen kann. Wie viel wird denn über Bayern geschimpft? Also die arroganten Bayern sind genauso vorurteilsbelastet wie jetzt die Jammer-Ossis oder die Besser-Wessis. Und ich bin jetzt selber aus dem Westen hergezogen, seit 2 Jahren quasi im Osten. Und wie viel Arroganz wird auch einem Wessi entgegengebracht mit, naja, ihr im Westen versteht das ja gar nicht oder naja, ihr seid das ja auch gewohnt, dass da alle Ausländer sind oder sonst was. Also auch da sind ja ganz viele Vorurteile und gerade auch mit dem Ostbegriff, er wird ja auch häufig benutzt, wenn man sich benachteiligt fühlt, dann sind wir gesamtdeutsch. Wenn man aber sich dann doch irgendwie diesem Ostbegriff besser, dann nutzt man es ja auch ganz gern. Und wie gesagt, wir müssen, glaube ich, auch einfach in Deutschland aushalten können, dass es viele verschiedene Regionen gibt und dass es natürlich auch eine gewisse regionale Konkurrenz gibt oder ein Zugehörigkeitsgefühl. Gerade wenn wir stolz sein wollen auf Heimat, muss man halt auch aushalten, dass es da eine Konkurrenz gibt. Und die muss ja nicht schlecht sein, solange man in seiner Heimat auch andere Menschen erträgt und vielleicht akzeptiert, dass die sich auch hier heimisch fühlen, obwohl sie andere Werte vertreten. Und es ist trotzdem bereichernd. Und es nimmt einem ja niemand den eigenen Heimatbegriff weg, nur weil er sich auch Heimat, also in seiner Heimat hier irgendwie verbunden fühlt. Und das ist ja auch häufig das Problem, dass man das Gefühl hat, wenn Leute dazukommen, kriege ich was von meiner Heimat weggenommen. Und Heimat ist ja was ganz Intrinsisches. Und wenn ich mich halt heimisch fühle, darf sich ja wer anders vielleicht auch heimisch fühlen. Und das ist doch in Ordnung. Ja, ich wollte ursprünglich an den Beitrag vom Herrn Zahnarzt anknüpfen, dass Heimat nämlich was ganz Einfaches ist. Ich denke das auch.
an meinem Schlüssel ist ein Filzstreifen, da steht Heimat drauf. Das ist der Platz, wo man sich geschützt fühlt, ja. Was jedem eigentlich zusteht. Und ich denke, Sie haben recht, dass wir mit einem geringen Selbstbewusstsein, mit so einer chronischen Beleidigtheit und mit einer Angst unterwegs sind. Ich bin Lehrer und seit über 30 Jahren im Geschäft und habe schon oft Schüleraustausche erlebt und begleitet. Und da ist es jetzt so, wenn unsere Schüler nach Budapest kommen, werden sie in den Familien rumgereicht. Da werden noch Leute eingeladen, der deutsche Gast wird vorgezeigt, vorgestellt, das ist ein Riesenstress. Die Ungarn kommen zu uns und das heißt, na, wenn du was essen willst, da ist der Kühlschrank. Die verhungern fast. Ja, also es ist eine ganz andere Art, genauso mit dem Austausch mit den Iren und so weiter und so fort. Ja, das heißt, wenn man wirklich Heimat so empfindet, dass man da was hat, was man gerne zeigt, was man gerne rumzeigt, wo man Leute hinschleppt, ja, dann ja, geht das mit der Gastfreundschaft auch besser. Ich glaube, wir sind da sehr schlecht drin. Ich selber auch. Ich merke das. Ja. Ich heiße jetzt Hedwig und ich bin zurückgekehrt nach Rudolstadt. Na, ich bin zum Beispiel sehr heimatverbunden. Ich bin aus einer Stadt mit einer prima Schule, wo ich alles hatte, was man sich wünschen kann. Hierher, also aus Erfurt nach Rudolstadt, alle haben sich an den Kopf gegriffen. Ich wusste aber warum. Wegen Heimat. Ja. Und wie gesagt, das ist was ganz Einfaches. So, jetzt war da hinten noch. Ja, ich weiß nicht, die Frage ist ja hier immer so ein bisschen Ankommen. Und ist Heimat ein Ort? Ist Heimat eine Erinnerung oder ein Gefühl? Ja, und wenn man jetzt mal ein bisschen zusammenfasst, Heimat als Möglichkeit der Entfaltung des Ichs. Ja, dass ich so sein kann, wie ich will, dass ich so verstanden werde, wie ich verstanden werden will. Ja, kann man institutionelle Rahmenbedingungen schaffen und Gesetze und Möglichkeiten. Und ich war selber Teil der Deutsch als Fremdsprache-Welt. Ja, habe da viele Jahre drin gearbeitet und könnte auch tausend Geschichten erzählen. Aber letztendlich geht es doch darum, dass man den anderen so wirken lässt, wie er ist. Ja, und dann entsteht ja auch was Positives einfach. Und ganz ohne Deutschtum oder Türkentum oder was auch immer, was man da einsetzen will. Ja, einfach, dass der Mensch so sein kann, wie er ist. Ganz wie Goethe sagt, hier bin ich Mensch und so weiter. Ja, hier darf ich sein. Also ich bin letztes Jahr nach 20 Jahren in meine Heimat zurückgezogen. Und auch ich kriege immer wieder die Frage, und seid ihr schon angekommen? Keine Ahnung, ich habe eigentlich gar nicht vor, anzukommen. Was heißt ankommen? So, das ist diese eine Frage, die in meinem Kopf ist. Und andersrum, wenn ich höre, wir können irgendwie auch wieder lernen oder überhaupt lernen, stolz auf uns zu sein oder auf unsere Heimat. Nee, kann ich nicht. Also ich bin stolz auf etwas, was ich selber errungen habe, was ich selber geschafft habe. Aber dass ich hier geboren wurde, habe ich nicht selber geschafft. Also klar, ich war Teil der Geburt, ja, aber dass es nun ausgerechnet hier passiert ist, damit hatte ich nichts zu tun. Also bin ich da auch nicht stolz drauf. Ich bin stolz darauf, wenn ich es schaffe, meine Umgebung so zu gestalten, dass ich mich wohlfühle und andere sich auch noch wohlfühlen. Das zeige ich, das möchte ich weitergeben, das möchte ich leben. Das ist für mich Heimat. Und warst du dann 20 Jahre heimatlos, als du woanders warst? Nee, kann ich ja immer überall hin mitnehmen. Und sie ist ja angereichert von all den Erfahrungen, die ich habe. Bei mir macht es sich sprachlich tatsächlich auch irgendwie bemerkbar. Ich hatte eine sehr schöne Gegebenheit, mitten in den Schweizer Alpen, irgendwo im Nirgendwo, auf einer winzig kleinen Alm, spazierte doch tatsächlich eine deutsche Touristin vorbei. Wir kamen ins Gespräch und ohne, dass wir über irgendwelche Herkünfte gesprochen haben, hat sie allein aus meinem Sprechen rausgehört, dass ich nordische Wurzeln habe, aber irgendwie auch ein bisschen Sachsen-Anhalt durchklingt. Ich anscheinend lange in der Nähe von Berlin gewohnt habe und irgendwie so, weiß nicht, zwischen Sächsisch und Thüringisch bin ich mir unsicher. Und ich habe in allen, also ich habe Bezug zu allen 5 Bundesländern. Also, ja, Heimat. Ich finde es auch ziemlich einfach, schwer zu beschreiben, aber einfach zu fühlen. Mopse ich mir das doch nochmal. Die Besonderheit ist ja so ein kleines bisschen, wir haben, und jetzt kam das wieder, wir haben ein schlechtes Gewissen. Ich meine, das ist der Nationalstolz ist nicht,
ich bin hierhin geboren und darauf bin ich stolz. Das kann man vielleicht schlecht erklären. Dann müsste man die anderen 99% der Weltbevölkerung fragen. Entweder machen wir was falsch oder die machen was falsch. Wenn 99% damit kein Problem haben, aber wir, liegt es vielleicht an uns Deutschen. Und sollte nicht immer der Rest der Welt sich nach uns richten, sondern vielleicht sollten wir uns einmal angucken, was die so denken und sagen. Und ich weiß es nicht, andere Nationen sind extrem stolz. Ja? Die haben zwei Atombomben geschmissen und haben andere Sachen zerstört, machen das heute noch so, Völker ausgerottet. Ja? Und da ist gar kein Problembewusstsein da. Was würden wir Deutschen machen, wenn wir das gemacht hätten? Ja, wenn wir hier alle niedergemetzelt hätten und hätten das, die Region vor wenigen 100 Jahren hier besiedelt. Wir würden wahrscheinlich gar nicht mehr rausgehen, wenn es hell ist. Aber da haben Amerikaner zum Beispiel gar kein Problem damit. Ich sage jetzt nicht, dass das gut ist, aber offensichtlich gibt es noch ein zweites Konzept auf der Welt. Das sollte man sich zumindest mal anschauen. Ja, dass man da mal offen dafür bleibt. Ja, ich bin auch nicht stolz, weil ich hier geboren bin. Ich kann nichts dafür, das ist richtig. Und das muss man vielleicht auch trennen von Stolz auf Leistungen, die man gemacht hat. Das ist im Deutschen dummerweise das gleiche Wort. Ja, aber die anderen Völker meinen damit was anderes. Und das ist genau das, was ich vorhin versucht habe zu verdeutlichen, dass ein Bewusstsein von Heimat auch ein sprachlich verfasstes Bewusstsein immer ist, in einer bestimmten Nationalsprache, und dass wir sozusagen, was Patrie oder sowas in Französisch heißt, das können wir auch nicht sozusagen eins zu eins nachempfinden, selbst wenn wir uns lange in Frankreich befunden haben und die Sprache kennen und uns da wirklich sehr gut vielleicht sogar auskennen würden. Und das ist nun mal so. Bitteschön. Ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass auch einfach sehr viele Begrifflichkeiten sehr durcheinander geworfen werden, weil meine Heimat hat ja zum Beispiel gar nichts mit meinem Nationalstolz zu tun. Und Nationalstolz, da können wir gerne eine Debatte darauf aufmachen, ob Deutschland mehr Nationalstolz braucht. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber vielleicht ist das auch einfach was man gesellschaftlich aushandelt. Und die Amerikaner haben es so ausgehalten, handelt, dass sie halt die Besten, die Größten und die Geilsten sind und scheinen da einen Konsens zu haben. Wir in Deutschland scheinen dann offensichtlich diesen Konsens nicht für uns getroffen zu haben und halt sagen, wir fühlen uns halt nicht so gut, wenn wir überbordend arrogant Atombomben auf andere Länder werfen und uns dafür noch feiern. Finde ich ja auch fast sympathischer. Aber das muss ja eine Gesellschaft miteinander aushandeln. Wie viel Nationalstolz wollen wir haben und wie soll der aussehen? Sieht ja so aus, dass ich mit der amerikanischen Fahne permanent um die Häuser ziehen muss, nur damit ich mich amerikanisch fühle? Oder ist der vielleicht bescheidener? Also, aber das hat ja mit meinem Heimatgefühl nichts zu tun. Ich kann mich ja auch hier heimisch fühlen und trotzdem sagen, ich hadere trotzdem irgendwie mit dem deutschen Staat, unserem Auftreten in der Welt oder auch das, was jetzt aktuell politisch passiert. Weil die Geschehnisse in Sonnenberg werfen mich zum Beispiel in eine Riesenkrise, wo ich denke, also ich bin froh, dass es ein Landkreis weiter ist, weil wenn es hier wäre, also ich würde meine Koffer packen und wieder gehen, weil das würde ich nicht aushalten wollen. Also ganz ehrlich, und dann habe ich da auch ein Riesenproblem, hier irgendwie stolz auf diese Stadt zu sein oder auf diesen Landkreis, wenn es einfach von anderen in so einer Weise irgendwie anders aufgefasst wird, wie ich es vertreten kann. Und das hat ja mit meinem Heimatbegriff nichts zu tun. Und das hat auch nichts mit Gastfreundschaft zu tun und das hat eigentlich auch nichts mit Nationalität zu tun, weil, um mal eine ganz andere Bandbreite noch aufzufassen, auch Heimat ist ja auch so, wo ich mich akzeptiert fühle. Ich bin jetzt Deutscher, also ich müsste eigentlich gar kein Problem haben, mich hier heimisch zu fühlen. Und trotzdem sind ja in so Kleinstädten dann auch so Sachen wie Homosexualität. Wo ist da das Angebot in Kleinstädten? Es wird politisch meistens eher klein geredet. Also besteht keine Möglichkeit. Wo besteht Möglichkeiten für jugendliche Subkultur? Auch nicht da. Irgendwie Feminismus, sonst was, auch relativ schwierig. Und das sind ja auch alles Angebote, die gemacht werden müssen. Die müssen auch institutionell gemacht werden und ermöglicht werden, damit ich mich vielleicht entfalten kann und dann heimisch fühle. Und fernab von sämtlicher Gastfreundschaft, Nationalstolz oder anderen Dingen. Naja, Sie haben es vollkommen richtig gesagt. Wir sind abgeglitten auf den Nationalstolz. Wir wollten eigentlich über Heimat- und Fluchtbewegungen heute Abend sprechen. Und wenn Sie dazu noch gerne was sagen, aber bitte nicht über Nationalstolz jetzt. Nee, nur ganz kurz, weil jetzt die Amerikaner mehrfach ins Spiel kamen. Ich habe also ein paar Jahre in New York gelebt und da ist mir aufgefallen, dass es tatsächlich so eine Art nationaler Topos der Deutschen zu sein scheint, dass sie immer mit ihrem Deutschtum hadern. Das war aber schon immer so, also sogar schon im 19. Jahrhundert. Also die Deutschen waren berühmt dafür, dass sie sich immer am stärksten
in Amerika integrieren wollten und also dann auch zu Hause oft schon nach wenigen Wochen nur noch Englisch sprachen. Und das war auch etwas, was die Italiener zum Beispiel gar nicht verstehen konnten, die auch nach Amerika gekommen waren. Und der deutsche Ingenieur Röbling, der die Brooklyn Bridge gebaut hatte, da wohnte ich gleich um die Ecke, der aus Mühlhausen stammte, der nannte seinen Sohn dann mit Vornamen Washington. Und das wäre also einem Italiener natürlich nie eingefallen. Und insofern ist das sicher etwas, was vielleicht bei uns auch irgendwie mit dazugehört, dass wir das immer so machen. Und ich habe gesehen, dass hier in Deutschland, wenn man schaltet den Fernseher an, es gibt nur Krimis. So viele Krimis. Und wenn jemand ist auf der Straße und hat eine Frage, die Person denkt, nein, danke, ich will noch leben, ich will nicht ermordet werden. Und es gibt so viel Pessimismus. Und ich denke, Sie können vielleicht ein paar positive Sendungen machen. Mir, es gibt ein paar, vielleicht mehr, Sie können machen. Und das hilft auch. Da haben Sie vollkommen recht. Und das ist, finde ich, ein ganz tolles Schlusswort. Wir sind jetzt nämlich schon lange über unsere Zeit hinaus. Und ich danke allen Anwesenden. Wir brachten die Aufzeichnung einer Podiumsdiskussion zum Thema Von Heimat zu Heimat mit Miriam Krupa, Katrin Groß-Striffler, Anne Gallinat und Bürgerinnen und Bürgern aus Rudolstadt. Moderation Annette Seemann. Eine Produktion des Thüringer Literaturrates 2023 im Rahmen der Reihe Literaturland Thüringen im Radio mit freundlicher Unterstützung der Kulturstiftung des Freistaats Thüringen.